Wir kehren zurück zum Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. Silverstone? Bin gerade am Überlegen. Ja. Also besser wie Yas Marina. Aber auch noch nicht hier das Goldene vom Ei. Das Goldene? Ich wollte sagen das Gelbe, aber mein Auto ist Gold, also das zählt auch. Das zählt noch dazu. So, was haben wir hier? Drag Days. So viele Autos wie möglich. Toll, mit einer Karre, wo ich noch nicht unter Kontrolle habe. Das kann ja lustig werden. 17 für Gold. Ich bin mal gespannt, was ich da bekomme. Vor allem Drag Days ist immer auf Silverstone. Kann es sein? Immer auf der gleichen Strecke. Das gleiche wie Bowling immer auf der einen Strecke ist. Irgendwie sieht das schon geil aus. Rein mit dem Gold. Wow! Wow! Ich sollte mal nach vorne schauen. Gibt's ja gar nicht. Also hier fast reingefahren. So, wir müssen wieder mitzählen, damit wir wissen, wo wir sind. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 halt. 2 überholt. Meine ich damit. Nummer 3. Ui. Der kommt mir leicht schräg beim Brei. Alter, was geht mit der Strecke ab? Ui, der rutscht ganz schön. Okay, wir waren auch auf der Wiese. Wie waren wir zu überholt? 3 Stück. So, Nummer 4. Alter, was machen die da? 5, 6. Oh, da ist einer rausgeschossen. 7. Alter, was machst du? Oh nein, guck mal, jetzt komme ich hier auch raus. Na, komm mal, da spuren wir zurück, ey. Ich bin jetzt auf den Sackel. Ich habe voll in meine Linie rein. So, wir waren bei 7. Der silberne war, glaube ich, der 8. Guck mal, wie behindert der Fahrt. Also fahren wir innen rum. Ja, genau. Guck mal, jetzt kommt er nicht so weit. Also ja, einmal 8. Oh, da haben wir schon die Hälfte fast. 9. Alter, der rutscht immer so erwartet. Und wenn du kurvisch und dann Gas gibt, dann merken wir schon einen Heckantrieb. Alter, hier auch abartig. Haben wir hier auf Abschlag. Ah, hallo! Was geht mit der Karre ab? Das ist ja abartig, wie der rutscht. Und ist das jetzt hier das. Hier wegen dem Rennfahrwerk? Aber das ist so extrem. Kann das sein? Ah, der fahr ich wieder so kacke. So, und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel ich überholt habe. Ich würde sagen, wenn ich die 4 da vorne noch überhole, bin ich, glaube ich, gut dabei. Für Silber ganz sicher, für Gold? Weiß ich nicht. Muss ich vielleicht nochmal jemand überholen. Der rutscht immer sofort rum. Ist das wirklich die Frage wegen dem Fahrwerk oder ob das auch andere Gründe hat? Ob das einfach die Karre ist? So, ich würde sagen, wir haben, denke ich mal, das Goldziel erreicht. Und jetzt überhole ich, glaube ich, eh keinen mehr. Guck mal, wie der gleich hier wegrutscht. Ist ja wie hier auf Bananen. Hier nochmal 2 überholt. Das ist ganz sicher Gold. Beste 10. In der einen Runde hat er 9, ja, dann hat man 19 rum oder so. Und 17 braucht man nur. Ja, ein paar Kratzerchen. Es hat sich gebessert. Im Gegensatz zu dem Rennen davor. So, einmal Gold, aber ich würde ja gern wissen, wie viel ich überholt habe. Das hätten sie doch irgendwo hinschreiben können. Also 17 plus, sagen wir so. Das reicht als Information. Ja, hier steht es auch nirgends. Restliche Rennen 6, ne? Das war's ansonsten. So, ich denke mal, jetzt kommt wieder ein normales Rennen. Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. Einmal nach Prag. Eigentlich so einer meiner Lieblingsstrecken, finde ich. Wobei rückwärts war sie nicht so geil.
Vor allem, das war ja eine, glaube auch eine abgekürzte Strecke, wo wir letztes Mal rückwärts gefahren sind. Vorwärts sind wir die große Strecke oder die große Runde gefahren und rückwärts nur die kürze. Es war dann eher nur die Stadtstrecke. Aber das sieht mir so aus, als wäre es die große Runde. Ja doch, das ist die große Runde. Und wir fahren wieder vorwärts. Also alles cool. Außer, dass wir ein Entscheidungsrennen haben. Wir probieren unser Bestes. So, los geht's. Hinter uns zwei Leute. Und vor uns 14. Wow, Alter. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Gleich am Anfang ein Schaden, hey, gibt's doch gar nicht. Vor allem, warum bremsen die hier? Okay, ich rutsche auch so ein bisschen. Oh, wow, wow. Das kann ja noch was werden hier. Sechs Rennen noch. Mit der rutschigen Karre. Oder ich tue wirklich mal das Fahrwerk ändern. Also wieder das Standard mal rein. Oder das Sport. Ob es dann besser wird. Eigentlich habe ich es ja nur aus Style-Gründen reingemacht, weil er dann tiefer liegt. Aber hier groß sehen tun wir es jetzt auch nicht. Also ist ja gerade Schwachsinn. So, lass mich durch. Aber schon eigentlich geil, wenn er so driftet. Ich sollte halt nur aufpassen. Das ist ja auch von Gedrängel irgendwie. Und ich muss jeden Gegner einmal berühren. Das ist so ein Tick von mir. Alles zu berühren. Ich müsste nicht mal die Handbremse benutzen. Der geht schon voll ab. So, ah ja, ein bisschen zu viel gebremst. Der bremst nochmal. So, aber Platz Nummer 6 sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und der Platz 3 ist auch gut in Sicht. Gar nicht so weit weg. Wäre doch cool, wenn wir hier Gold bekommen. Natürlich am besten auch noch auf Platz 1, aber ich sag mal, unser erstes Ziel ist erstmal hier geradeaus zu fahren zu können. Nee, hallo. Ich lasse mich doch nicht hier überholen. Weil wenn der einmal so ins Schleudern kommt, muss man ausgleichen, da ausgleichen, dann schwingt er da wieder rüber. Und dann in die andere Richtung ausgleichen. So, ja, aber was ich sagen wollte, unser Ziel ist erstmal hier Platz 3. Und hier in die... Oh, Goldränge, warum, Mann? Ja, okay, da sind rote Pfeile auf dem Boden. Ja, ist ja okay, Mann. Aber die bremsen so viel, guck mal. Ich habe nicht mal Gas gegeben, ich habe einfach nur rollen lassen. Und hab... dann beide eigentlich überholt. So, Platz Nummer 3. Oh, Ziel ist schon mal erreicht. Jetzt mal gucken, ob wir das Ganze noch hier mit einem Schaden machen können. Super. So, nee, was ich sagen wollte, das Ganze hat noch hier auf Platz 1 hochbekommen. Denn wir haben noch eine ganze Runde. Wobei das mit dem Rutschen jetzt ein bisschen besser geworden ist, aber naja, halt auch noch nicht optimal. So, der ist ein bisschen weit außen. Da können wir innen natürlich durchziehen. Mal ein bisschen kuscheln. Ja, das bringt ja kaum was. Nee, kuschel ich lieber hier mit Bande. So, wo ist denn der? Ah, da hinten. Sehr schön. Na, guck mal, wie schön der wegrutscht. Da hatte man ja gar keine Chance mehr. Aber vor allem der Qualm ist vor mir. Der Qualm von den Reifen ist einfach mal vor mir, anstatt hinter mir. Ist ja auch geil. So, hallo. Der hat wirklich so eine richtig komische Steuerung. Alter, ja, überholt mich halt alle. Und wär so auf Platz 10 zurückfallen oder so. Genau. Hätte er zurückspulen können, aber naja.
Jetzt haben wir den Platz 2. Obwohl, ja, okay, wir sind ja wieder Gold, also ist jetzt nicht so das Problem. Platz 2 würde ich schon noch. Alter, wieder rutscht. Aber gefangen. Warte noch so. Aber dafür fahrt er mir jetzt ein bisschen weg. Hinter mir höre ich den auch schon wieder. So, blop, 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 blop. Zum Glück sind die nicht aus Metall oder aus Stein oder so. Geh weg, Mann, ey. Ich habe eh schon so viel Kratzer und so. Deshalb war ich auch mit Absicht so ein bisschen aggressiv. Aber Crashen bringt eigentlich gar nicht so viel. Die Gegner. Hürden hier. FTW. Die Gegner, die stecken eh voll viel weg. So, jetzt noch einmal hier die Rechts-Links-Kombos. Gucken, dass die Karre nicht ins Rutschen kommt. Oh, da war ganz leicht. Guck mal! Alter! Der bremst ganz leicht, ich bleib da ewig lang auf der Bremse. Und ich komme nicht an dem vorbei. Ja, super. Ein bisschen zu früh. Zu spät. Bin irgendwie heute ein bisschen verwirrt. Kann es sein. So, das war doch nicht schlecht. Alter, der zieht wieder leicht nach links. Es ist schwierig, da links an der Bande ganz eng vorbeizufahren, wenn man nach rechts aus hier ausgleichen muss. Oh. Also die rechte Seite sieht noch relativ gut aus, aber die linke so richtig reingedrückt. So, einmal Gold. Minus 10 bei Zurückspulen. Okay. So, Fahrerstufe. Sehr schön. Wie viele Stufen gibt es eigentlich? Keine Ahnung. Ich denke mal so 50 vielleicht. Kann es sein? Weiß es gar nicht. Jo, like mal einmal und gleich auf das nächste Rennen.